Also, ich heiße jetzt erstmal alle herzlich willkommen. Könnt ihr mich alle verstehen? Hallo? Eins, so ist es ja besser. Einen wunderschönen guten Abend. Wir wollen jetzt, weil es jetzt Mitternacht ist, den Mitternachtstalk beginnen. Also erstmal herzlich willkommen. Hier seid ihr in der Dienstagwelt, das wissen wahrscheinlich die Gäste. Zunächst wollte ich mich bei dem Gastgeber bedanken. Das ist die Dienstagwelt im Mix. Das Mix steht für multifunktionales internationales Kulturzentrum. Und dieses ist eine Soli-Party vom Aktionsbündnis Megaspray. Und im Rahmen der zweiten Solidaritätsparty hier in der Dienstagwelt, die ja, wie der Name sagt, immer dienstags wöchentlich stattfindet, hat man sich überlegt, einen Mitternachtstalk auszuprobieren. Für mich ist das auch ganz neu. Ich möchte jetzt erstmal vorab mich auch vorstellen. Ich bin Carola vom Radio F-Hain. Wir senden auf dem sogenannten Freien Radio in Berlin auf der UKW-Frequenz 88,4. Und wie der Name ja auch impliziert, ist das ein Kiezradio, nämlich F-Hain ist die Abkürzung für Friedrichshain. Und wir sind ja hier im Herzen von Friedrichshain auf dem RAW-Gelände, wo es ja auch ein sehr großes soziokulturelles Projekt gibt seit über 10 Jahren. Was wir hier heute in der Dienstagwelt, die wiederum sich eben halt auch darstellt als eine Veranstaltung, die nazifrei ist, was wir natürlich auch ganz toll finden, als auch, dass sie sich begreift als eine Schule des Lebens. Ich weiß nicht, wie das stattfindet, weil ich selber gehöre überhaupt nicht zur Clubszene und möchte eben halt auch über den heutigen Abend ein Stück weit erleben und mitbekommen, weil das gar nicht meine Zeit ist. Also bitte entschuldigt, wenn ich dann ein bisschen anfange zu schwächeln. Ich habe mich noch ein bisschen gedopt mit 2 großen Tassen Kaffee vorab. Und das Ganze, die Dienstagwelt, auch nochmal unsere Gastgeber, dafür erstmal auch nochmal einen großen Applaus, dass wir hier heute Abend so sitzen dürfen. Und der Sport, der hier getrieben wird, ist eigentlich grundsätzlich in der Dienstagwelt Tanzen natürlich. Das kann auch unten stattfinden, aber wir fänden das natürlich toll, wenn ihr euch alle, weshalb wir hier oben nämlich sitzen, auch noch dazu findet. Wir werden das natürlich nicht bis morgen früh um 6 machen, sondern haben uns so ein kleines Limit gesetzt, nämlich 2 Stunden. Ganz kurz noch zum Megaspray. Megaspray ist ein parteiunabhängiges Aktionsbündnis, was vor gut 3 Jahren gegründet wurde, hier in Berlin-Friedrichshain an der Spree. Ich kann auch die Elli da nochmal anführen. Elli war nämlich im Grunde diejenige, die den genialen Namen die Finderin des Namens war. Und damals haben wir dann alle entschieden, ja, Megaspray ist gut, weil Mediaspray war versenkt oder halbwegs versenkt. Da sind wir ja auch immer noch am Basteln. Aber die Elli, die ich gleich noch mal näher vorstellen werde, ist unter anderem eben halt auch vom Aktionsbündnis Megaspray ursprünglich gewesen, genauso wie ein weiterer Podiumsgast, ich sag mal Podium in Anführungsstrichen, der Lothar. Und was Megaspray macht, habt ihr ein Stück weit sicherlich auch schon mitbekommen. Es ist dieses Jahr so, dass wir die 3. Demo-Parade, Megaspray-Parade, wie auch immer man das Kind nennen mag, im Juli am 9. eben halt stattfinden lassen werden. Und das Bündnis hatte sich damals vor dem Hintergrund zusammengefunden, weil festgestellt wurde, dass nicht nur Initiativen und irgendwelche Projekte eben halt sich um ihre Freiräume kümmern müssen, dass sie erhalten bleiben, an denen man über viele Jahre gearbeitet und aufgebaut hat, sondern dass eben halt auch Clubbetreiber, die auch sehr, sehr viel für das Leben in der Stadt eben halt gesorgt haben, zum Teil mittlerweile,
halt auch sich in so ein Bündnis zusammenfinden wollten. Das ist jetzt mal ganz kryptisch beschrieben, das Aktionsbündnis Megaspree, was natürlich nicht nur aus der Parade besteht, sondern es gibt auch regelmäßige Treffen, wo man sich dann reinfinden kann. Das könnt ihr aber auch alles genauer dann erfahren. Unten an dem Informationstisch auf dem ersten Floor, habe ich gelernt, im Erdgeschoss gibt es nämlich den Hans, der dort eben halt Informationen zu Megaspree auch herausgibt zu späterer Stunde. Ich will euch jetzt nicht großartig langweilen, sondern auf das Thema selber kommen. Nämlich, wir haben uns heute hier so zusammengefunden, um über Party and Politics, beziehungsweise Parade, Demo, Party Strike zu sprechen und wie viel Politik verträgt die Spaßkultur. Und wir haben hierzu... Ich kenne deinen Namen jetzt leider nicht. Du kannst dich gerne dann später auch einbinden. Das ist auch Ziel der Veranstaltung, dass wir hier vorne nicht nur reden. Ich möchte aber jetzt noch mal ganz kurz die hier vorne eingeladen sind und euch vis-à-vis sitzen, vorstellen. Ich beginne jetzt hier zu meiner Linken. Das ist die Shanan Bayram von der Initiative gegen Rechts Friedrichshain. Oder auch vielleicht mehr bekannt über Kein Kiez für Nazis. Dieses Bündnis ist gegründet worden im Februar 2006 und mittlerweile seit 2009, weil sie etwas enttäuscht war von der SPD, ist sie zu den Grünen rüber gewechselt, aber von Haus aus... von Haus aus ist sie eine Rechtsanwältin, ist aber eben halt auch schon sehr lange als Politikerin unterwegs und eben halt auch Aktivistin. Dann habe ich bei meinen Recherchen auch herausgefunden, dass ihr Leitbild für das Leben in der Stadt Berlin sei, einen aktiven Kiez mitzuentwickeln. Und ich glaube, das kann man eben halt ja auch schon an ihrer Initiative, in der Initiative gegen Rechts oder Kein Kiez für Nazis erkennen. Und sie lebt oder arbeitet auch für das Motto als überzeugte Friedrichshainerin, weil keiner ist gemeiner als der Friedrichshainer, da kommt das Gender nicht gut. Ja, sie ist gekommen oder wir sind gekommen, um zu bleiben. Und so wollen wir das erstmal stehen lassen. Shanan, möchtest du noch was ergänzen? Nein. Dann, also erstmal herzlich willkommen, Shanan. Danke, dass du gekommen bist. Dann die Elli. Elli hatte ich ja eben ganz kurz schon gesagt, sie war auch engagiert und Mitbegründerin oder Mitbereiterin des Megaspree-Aktionsbündnisses. Damals warst du, glaube ich, bei der Bar 25 noch. Ne? Ist jetzt heute hier als Vertreterin vom Aktionsbündnis Atomkraft wegbassen. Das hört sich auch schon kräftig an. Das wisst ihr wahrscheinlich da draußen auch schon recht gut, wie sich das anfühlt, wie sich das anhört. Das Aktionsbündnis Atomkraft wegbassen beschreibt es selber so: Wir unterstützen zusammen mit bundesweit 50 Clubs, Clubkollektiven, Kulturinitiativen und politischen Gruppen das Aktionsbündnis Atomkraft wegbassen, weil wir die Lobby- und Atompolitik der Bundesregierung ablehnen. Also das ist doch schon mal auch ein Applaus wert. Und der letzte Aufruf zum Atomkraft wegbassen, das war zum 26. März 2011, also das ist noch ganz frisch. Da beginnt es mit: Nein, es gibt keinen Grund zu feiern, aber beten hilft vermutlich auch nicht. Deswegen kommen wir gewohnt laut und mit der uns eigenen basslastigen Attitüde. Kommt mit, füllt gemeinsam mit uns die Straßen. Die Reaktionen der deutschen Regierung auf den japanischen GAU sind erbärmlich und das wollen wir Sie wissen lassen. Atomausstieg now, weg mit der Risikotechnologie Atomkraft, hin zu erneuerbaren Energien, Power to the people. In diesem Sinne herzlich willkommen, Elli. So, jetzt sind die drei Herren dran. Das hat sich jetzt ganz zufällig so ergeben, dass die Frauen und Männer so geteilt sitzen. Aber wir haben uns auch vorher schon verständigt. Also das hat überhaupt nichts zu sagen. Das ist der reine Zufall hier. Zu meiner Rechten sitzt der Simon Theune.
ist auch schon bekannt als Protestforscher, kommt von der FU Berlin und arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin. Er forscht über soziale Bewegungen und Protest. Er schreibt an seiner Doktorarbeit über Kommunikationsstrategien globalisierungskritischer Gruppen. Und er gehört auch zu der Initiative, die unter anderem den Kongress Kongress Öffentlichkeit und Demokratie mitorganisiert hat. Und unter anderem habe ich dann bei meinem ein bisschen ihn kennenlernen im World Wide Web über ein Projekt gelesen, Demokratie in Europa und Mobilisierung der Gesellschaft, wo ich interessant fand, was dort ein Stück weit herausanalysiert wurde. Auch wenn ich durch Mikro spreche, das ist sehr schwer gegen dieses Gebrabbel, Entschuldigung, anzureden. Ich bin fast fertig mit der Vorstellung, aber wir können ja die Herren nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Es geht hier insbesondere in diesem Projekt Demokratie in Europa und Mobilisierung der Gesellschaft darum, das Problem zu analysieren der aktiven Demokratie und wie es in den Theorien und Praxen von Bewegungen auftaucht, die eine Globalisierung von unten fordern. Das finde ich sehr interessant und da dachte ich, der Simon kann uns da bestimmt auch noch was ergänzen. Und die sozialen Bewegungen kritisieren die Grundlagen von den herkömmlichen Aktivitäten und Erfahrungen der Politik und wollen eben halt gerne neue Demokratiemodelle auch entwickelt wissen. Das ist, so habe ich das gelesen, dass das in diesem Projekt ein Stück weit eben rausgekommen ist. Simon, möchtest du noch was zu deiner Person ergänzen? Nö. Nö, aber herzlich willkommen Simon. Und dann fange ich jetzt mal oder gehe weiter über zu den Lothar. Lothar steht unter anderem für Aktion Freiheit statt Angst und ist seit über 25 Jahren, so schreibt er selber, in Sachen Kulturarbeit unterwegs und bemüht sich, die zunehmende Aushöhlung unserer Grund- und Bürgerrechte, dass es Realität ist und dem entgegenzuwirken, um unsere Freiheits- und Grund- und Bürgerrechte eben halt sozusagen mal wieder zu festigen. Gemeinsame Erklärung gegen Massenüberwachung und Massendatenspeicherung kann man wiederum bei www.aktion-fsa, das steht für Freiheit statt Angst.de, nachlesen. Ich habe da jetzt nur zwei Sätze rauskopiert. Überall in der Welt werden seit Jahren Massenüberwachung und zentralisierte Massendatenspeicherung durch den Staat ausgebaut und verstärkt. Durch die anlasslose Speicherung von Daten aus allen Lebensbereichen werden alle Menschen unter einen Generalverdacht gestellt. Der Ausbau der Sicherheitsarchitektur mittels Massenüberwachung bedeutet also eine faktische Abschaffung des Unschuldsprinzips, welches ein wesentlicher Grundpfeiler des demokratischen Rechtssystems ist. So, das ist das, was Freiheit statt Angst sich auf die Fahnen geschrieben hat, aber er ist eben halt auch ein ganz, ganz großer Aktivist bei dem Aktionsbündnis Megaspray, hat vor kurzem auch noch einen weiteren Verein mitgegründet und initiiert, nämlich den Ich muss es Englisch lesen, Electrocult e.V. in Gründung. Und das ist der Verein für elektronische Musik und Clubkultur. Er selber bezeichnet sich auch als Kulturarbeiter bzw. Bürgerrechtler. Herzlich willkommen, Lothar. Möchtest du noch was ergänzen? Applaus für Lothar. Lothar, ich wünsche dir. Ja, insofern, als dass es mein Slogan eigentlich im Moment ist Reclaim Democracy. Ja, also holt euch eure Demokratie zurück, indem ihr euch konkret beteiligt. Gut, in diesem Sinne, das ist auch ein schöner Einstieg. Applaus, Lothar. So, und dann sind wir bei dem letzten bei uns in der Runde, das ist der Jan Kühn. Jan Kühn, auch, glaube ich, den Leuten hier draußen wohl sehr bekannt vom Berlin-Mitte-Institut. Für mich war das ganz neu, weil ich ja keine Szene-Kennerin bin. Und da steht dann auch geschrieben, die stehen für Good Music and Nice People. Im Vorgespräch habe ich festgestellt, Jan ist auf jeden Fall a nice people.
Und das Berlin-Mitte-Institut steht für bessere elektronische Musik. Und das Berlin-Mitte-Institut kürzt sich auch ab als BMI, was aber bitte nicht zu verwechseln.